jeder öffentliche Raum in der Gesellschaft ist politisch und das Fußballstadion auch, weil es wohl keinen anderen Ort gibt, wo Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen und Milieus sich treffen. Ja, so ein Fußballstadion kann auch ein Vergrößerungsglas sein für Ressentiments und Frustration und politische Meinung, weil eben unter der Woche bei der Arbeit im Studium, dass sich nicht jeder traut, was zu sagen, aber in der Anonymität des Stadions und in dieser Gruppendynamik, da werden Meinungen eben nach außen getragen. Deswegen ist der Fußball auf jeden Fall politisch. In einem Stadion mit 30, 40, 50.000 Menschen sind immer auch Neonazis vor Ort. Und wir haben jugendliche Gruppen, die sich gegenseitig provozieren, die sich kränken, die sich beleidigen wollen. Und sie nutzen dafür eben auch antisemitische oder rassistische oder homophobe Sprüche. Und dieses Freund-Feind-Denken, diese aufgeladene männliche Stimmung in der Anonymität, da können sich Neonazis wohlfühlen. Deswegen ist der Fußball eben auch anschlussfähig für Rechtsextreme. Es gibt keine pauschale Antwort auf die Ultraszene. Es ist eine sehr heterogene Bewegung, eine der größten Jugendkulturen in Deutschland. Sie sehen sie sozusagen als die Anwälte des traditionellen Spiels. Die Bewegung kam in den 90er Jahren aus Italien. Die Ultras streiten über Gesänge, über Choreografien, über die politische Ausrichtung. Immer mehr sind gegen Rechtsextremismus. Oder andere dulden das auch, weil sie den Fußball für ein unpolitisches Feld halten. Aber das öffnet meistens Neonazis die Tür. Also die Aachen Ultras stehen eigentlich symbolisch für den Wandel in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren. Das ist eine jugendliche Gruppe, die sich im Stadion und auch außerhalb des Stadions engagiert gegen Diskriminierung. Aber das gefällt diesem rechtsoffenen Netzwerk in Aachen nicht, das aus Neonazis besteht, aus Hooligans, aus Rockern. Die sagen, wie viele andere Gruppen, nein, der Fußball, da gibt es keine Politik, da gibt es keine Diskussion. Und deswegen haben sie die Aachen Ultras bedroht, eingeschüchtert und eben letztendlich auch zum Rückzug aus dem Stadion gedrängt. Die Aachen Ultras haben mittlerweile auch Leidensgenossen in Braunschweig, in Duisburg, in Dortmund, in Dresden, in vielen Stadien werden antidiskriminierende Ultras eingeschüchtert und eben auch an den Rand gedrängt. Für die Vereine ist das natürlich kein angenehmes Thema, weil die wollen ihr lukratives Geschäftsmodell nicht gefährden. Und sie glauben, wenn sie sich offensiv gegen Rechts, gegen Diskriminierung positionieren, dann schreiben sie die falschen Schlagzeilen. Lange Zeit wurden diese Ultragruppen, also die antidiskriminierende Arbeit leisten, als Nestbeschmutzer, als Quertreiber bezeichnet. In den letzten Jahren ist es besser geworden, immer mehr Vereine tun was dagegen oder blockieren es zumindest nicht mehr, was ja schon gut ist. Aber Fußballvereine sind mittlerweile mittelständische Unternehmen, die in ihren Regionen, in ihren Städten die mit Abstand bekanntesten Werbeträger sind. Deswegen können wir von Fußballvereinen durchaus mehr erwarten. Die breite Publikumsmehrheit, die davon nichts weiß, die muss informiert werden. Und ideal wäre es, wenn die Fußballvereine ihre zivilcouragierten, ihre gesellschaftlich engagierten Fans stärken würde. Eigentlich war es im Fußball immer so, dass die konstruktive Arbeit gegen Diskriminierung an der Basis entstand. Das war vor 20 Jahren so, das ist auch jetzt noch so, dass sich kleine Gruppen finden, die es einfach nicht mehr mittragen wollen, diesen unpolitischen Konsens in Anführungsstrichen. Es gibt mindestens 15, 16 Fanszenen, wo die Verstrickung zwischen Fans und Rechtsextremen gegeben ist und die kleinen Minderheiten, die noch wach sind gegen Rechts, die müssen sich vernetzen, sonst sind sie noch mehr an die Wand gedrückt.